Herzlich willkommen in Stralsund. Es ist endlich Kinderwetter. Und das Stadttheater. Ein weiteres der Stadttore. Wasser. Hier hinter ist der Hafen, aber da liegt die Gurke. Ernst, hier, Mann. Ich hier. Oh, noch mal gut. Hier wird gebaut. Boah. Nein, es ist nicht die holsteinische Schweiz. Hallo Andreas! Du! Hallo, liebe Freunde des Pedalierens. Ich hatte jetzt hier die Nacht ja bei Jörg und Andreas verbracht. Fließend Wasser in der Ostsee. Eigentlich so ein Schema und Klo gestellt. Nun bringt uns die Reise weiter in Richtung Osten. Ostseeküstenradweg. Ist wohl grob. Der ist Maßstab. Aber fahren wir erstmal nach Stralsund. So schaut's aus. Ich fühle mich gerade wie bei Konvoi. Ich fahre zwischen den LKWs mit meinem kleinen Wagen. Pilot, Kitenteddy im Cockpit, yeah! Kannst du mal gemütlich fahren endlich? Ja! Und Pilot Andreas in seinem Cockpit! Tief fliegen ist nicht schöner. Wir fahren jetzt hier zurück auf den Weg, den ich quasi zu Ihnen hingefahren bin. So sieht man hier schön die Sonne über dem Strelasund und hinten die Rügendammbrücke. Wahrscheinlich nicht auf der Kamera, aber sie ist da, glaubt mir. Echt interessant. Ich bin gerade ein Stück dahinter gefahren, hinter den Green Mambas. Da wurde gesagt, die Grünen machen Wahlkampf und die schicken jetzt ihre Wahlmobile vorbei. Unglaublich, ja. Schlechte Nachricht. Ich dachte, ich kriege die Radlmaus noch überredet, von der Insel Rügen runterzukommen und uns sich zu treffen hier in Stralsund. Nee, sie macht lieber Rundkurs, als die Green Mambas zu treffen. So trifft in jeder seine Entscheidung. Ein riesiges, aufgelassenes Gebäude. Und die Rügendammbrücke schon ein bisschen besser zu sehen. Alte Stadtmauer. Wallensteinkiller, genau. Wallenstein ist durch der hier am Ende des 30. Krieges in den Straßen von Stralsund ermordet, erschossen wurde. An der Stelle gibt es einen Gedenkstein, an dem habe ich schon gestanden. Eins der Stadttore kommen gleich ins Bild. Ach, ich weiß nicht genau. Ah, das Kütertor müsste es sein, genau. Ja. Ja, steht doch dran. Das Intermezzo in Stralsund war jetzt doch sehr kurz. Der Innenstadtbereich ist doch relativ stark mit Kopfsteinpflaster staffiert. Ist dann mit den Green Mambas doch eher unangenehm. Also, wenn wir raus, fahren jetzt hier in grobe Richtung
Grimmen erst einmal. Nee, zur Tankstelle. Noch besser. So, hier stehen die Sonnenblumen, also machen wir hier kurz Pause, damit die Solarpaneele Sonne tanken können. So hilft's. Für uns geht es jetzt hier gerade über einen wunderbaren, gut asphaltierten Weg zwischen Stralsund und Grimmen. Kurz vor Grimmen biegen wir dann ab in Richtung Greifswald. Also wunderschön gelegen, macht Spaß. Ab und zu mal ein paar Häuser an der Seite, mal ein Blick aufs Feld. Wunderbar. Auch wenn ich nicht die Strecke selber plane, ich glaube, das 3:30 kriege ich wieder voll. Hier kommt schon mal das Kopfsteinpflaster. So, im Kriechgang durch die Galaxis hier. Also dieser Weg schafft es unter die Top 5 der schlechtesten Kopfsteinpflasterwege, die ich bisher gefahren bin. Im Abtagen steht diese Figur eines Abts plus Kirche. Wir sind in Grimmen drin. Damit ist unser Weg Richtung Süden erstmal zu Ende. Es geht jetzt wieder gleich Richtung Osten gegen den auffrischenden Wind mit Böen. Hier bis 40 km/h, um dann Greifswald zu sehen. Zuvor geht es aber, bevor es in den Wind geht, herein nach Grimmen. Wir hoffen, dass wir was zu essen bekommen. Auch Grimmen, eine ehemalige Hansestadt. Hier das ehemalige Stadttor. Nein, es ist immer noch ein Stadttor, aber es ist nicht mehr die Stadtgrenze. Wieder einmal haben wir das Glück des Kopfsteinpflasters. Das wird bestimmt das alte Rathaus sein. Ich sehe gerade, ich habe den perfekten Rucksack für die Green Mamba. Ton in Ton. Aber naja. So, echter Genuss, war jetzt wirklich ein echter Genuss. Hier in Grimmen hat sich mein Magen doch sehr gefreut. Etwas Kaffeewonne und dazu noch anständig süß, lecker. Der Pommersche Hof scheint auch schon zweckentfremdet zu sein. Irgendwie, ja, scheint wirklich unsere Konditorei das einzige offene Geschäft gewesen zu sein. Und dann ist hier nichts los. Okay, es ist Sonntag. Hier mal Wasserturm und ein weiteres Stadttor. Davor die Green Mamba. Ein Drachenkrokodil. Naja, so irgendwie das ist hier. Der Wind nimmt zu. Eine schöne verträumte Kirche im Ort Karschau. Gemeinde Süderholz. Die blau-weiße Hertha hat hier geflackt auf diesem verkappten Campingplatz. Noch wird er als Golfplatz ausgewiesen, aber Leute, noch. Den Kopf geschüttelt. Wir sind jetzt in Neuendorf. Hallo Wind, mein Freund, ich begrüße dich. Geht dir ganz schön ab. Danach müssen wir noch bis zum Campingplatz, 31 Kilometer. Platz ist noch frei. Die fahren wir noch. Und gegen den Wind. Füße im Feuer, Nase im Wind. Wie wir Männer so sind. Lochplatten. Jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt müssen wir nur noch durch die Sandgrube fahren. Da ist eine drastische 3 Stunden wieder beisammen. Habe ich Glück, dass ich nicht der Einzige bin, der motzt. Rauer Asphalt. Raue Natur. Schicke Häuschen. Wärmegewinnung aus Güterresten. Ja. Die Karawane rollt ein in Griebenow. Selbst die Pferde gucken so interessiert. Wollen wir auch die Mamba fahren? Herrliche weite Landschaft. Hier schöne Insektenfelder. Hier können die sich laben, da ist der Tisch reich gedeckt. Bäume,
zwischen Kulturlandschaft. Wunderbar. Levenhagen, schon der nächste Ort hier. Die Kirche aus dem 17., nein, im 15. Jahrhundert, der Turm aus dem 17. Jahrhundert. So wurde hier gebaut und angebaut. 5 Kilometer geradeaus. Könnten wir in 4 Kilometer in Ungnade fallen, wollen wir aber nicht hin. Greifswald war als historisches Feld gerade schon abgebildet. Wir sind auf der gotischen Backsteinroute. Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Jetzt nochmal. Also der Bahnhof von Greifswald aus. Und dahinter ist die richtige Einkaufshalle. Schön. Hier ist eine der Kirchen von Greifswald. Da, als junger Erwachsener war ich da mal mit drin gewesen und habe mitbekommen, da war eine Orgel neu, wie die Orgel eingestimmt wurde. Und das war fantastisch anzuhören. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Orgelmusik-Fan bin, aber das war echt genial. Also, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Unsere Umleitung war ausgeschildert. Hat keiner von uns gesehen. Hier nur ein kurzer Eindruck vom Fischereihafen. Hier werden wir jetzt nicht lang kommen durch die Baustelle. Wir fahren jetzt hier parallel hinter den Häusern. Ich wollte aber wenigstens mal gefilmt haben. Hier stehen noch historische Kähne. Aber gut. Weiter geht's. So, die Umleitung hat sich für uns gerade als schlecht erwiesen, weil das nur eine Umleitung war, um auf die Fischbrötchen rüberzukommen. Und jetzt die nächsten beiden Ausweichwege waren auch Sackgassen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So. Jetzt kann man hier Straße fahren. Jetzt sieht es doch vernünftig aus. So, jetzt sind wir hier hinter die Baustelle gekommen. Und jetzt sind wir in den Teil, der zum Yachthafen gehört. Und der Fischereihafen ist da hinten. Wunderschön hier. Ich mag diese Küstenstimmung. Weiter geht's. Mission complete. Segelschirren voller Emotionen. Ja, wunderbar. Hier stehen jetzt als Deichbebauung lauter Äpfel. Ach, jetzt hier ein Birnenbaum zwischen. Also Äpfel und Birnenbaum. Ne? Apfel und Birnenbaum, nicht Äpfel und Birnenbaum. Und ja, komm her und pflücke mich irgendwie. Ne? Die Meerjungfrau in Holz zeigt uns jetzt das Ende dieses Weges an, hoffe ich. Eine Klackbrücke. Oh Mann, Hinweise auf Störtebecker Bier und der Geruch von Fischbrötchen in der Nase. Wir fahren weiter. Mein Ruf nach Fischbrötchen ist offensichtlich nicht ungehört geblieben. Wir wenden und fahren ein Stück zurück. Okay, aber dann kommen wir nochmal mit dem Fischbrötchen vorbei, ne? Was? Bei den Fischbrötchen kommen wir nochmal vorbei. Doch kein Fischbrötchen, dafür Platte. Keine Fischplatte. Jetzt 5,5 Kilometer bzw. Wolgast 38 sind jetzt ausgeschildert. Das ist unsere Richtung, in die wir uns bewegen. Sonnenblumen, soweit es auch reicht. Red gedeckt ist doch mal wert, stehen zu bleiben. Und Gott ist unsere Zuversicht. Jesus Christus lebt, wird in dem Haus gesagt. Kopfsteinpflaster geht weiter. Kuchenmanufaktur. Mmh, Eiskaffee. Mmh, wir fahren weiter. Neuendorf. Fahren wir heute in Schmarrn-Neuendorf? Im anderen, also da fahren wir jetzt ein. Vielleicht noch 4 Kilometer bis zum Zeltplatz.
Leuchsin. Das ist jetzt der Ort, zu dem unser Campingplatz gehört. Und wir werden freundlich angegrinst. Ich denke, da steht herzlich willkommen dran, hinter dem Stoppschild. 20 Meter. Ja, muss der gegenüber gleich sein. Ist ja nicht so schlimm. 3 Personen, 3 Zelte, eine Nacht, 6 Duschmarken. Da sind wir jetzt mit 37,50 Euro dabei. Also, ist okay. Passt. Halbrunde der Beute ist erreicht. Jetzt dürfen wir hier rennen. Und dann kriegen wir unsere Schießluke zugewiesen. In der 4. Reihe. Nice. 10 mal 10 Meter, 45. Ja. Und er sagt eigentlich, der Stromanschluss ist in der Mitte, aber der ist nicht in der Mitte. Hier ist er. Zeltbau mal anders.